Bester Stimmung waren am Sonntagmorgen im Restaurant zum Elch in Garrel die zahlreichen Besucher des närrischen Frühschoppens. Dafür taten die Akteure der vierten Auflage der Veranstaltung auch alles. Durch den närrischen Frühschoppen führte witzreich der Garreler Alfons Abeln, der den närrischen Frühschoppen auch organisiert hatte und auch selber in die Bütt stieg. Tussnällchen alias Monika Schnieders aus Hörstel berichtete von Massageeinheiten mit Schokoaufstrich über ihre Versuche abzunehmen. Beim Fahrradfahren habe sie mehr Insekten geschluckt, als Kalorien zu verbrennen.